Herzlich willkommen zu diesem letzten Teil der Serie Analog versus Digital. Wir haben in dieser Videoreihe versucht, einmal herauszufinden, ob es sich lohnt, digital zu fotografieren und wie gut können Filme sein. Und ich denke, dabei hat sich herausgestellt, dass es drei wesentliche Komponenten sind, die die Qualität der Filme, die man nachher auf seinem Computer bearbeitet, hat. Und das ist zum einen die Kamera und die Objektive, die man verwendet, die natürlich starken Einfluss auf die Bildqualität nehmen können. Das zweite sind die Filme selber. Was können Filme aufnehmen? Wie groß sind die Details in den Schatten, in den Lichtern? Also wie groß ist der Dynamikumfang, den ein Film aufnehmen kann im Vergleich zu einer Digitalkamera? Und das dritte und nicht unwichtigste in der Kette ist der Scan. Denn was bringt uns ein toller Film, wenn wir ihn beim Digitalisieren nicht so rüberbekommen, wie wir das im Original haben? Das heißt, wenn ich ein Dia mir anschaue oder ein Negativ und ich sehe hier Details, die ich nachher im Scan nicht sehe, dann habe ich ein Problem. Das heißt, wir brauchen gute Scanqualität. Das ist das, was wir jetzt durchtesten wollen. Ich möchte mich an der Stelle noch einmal bei der Firma Mediafix aus Köln bedanken. Die haben uns nämlich die Scans zur Verfügung gestellt, und zwar Scans mit einem hochwertigen Hasselblad-Scanner. Das ist so ziemlich das Beste, was man im Moment an Scannern bekommen kann. Also mit hochwertigen professionellen Scans und auch im Vergleich dazu einen Scan mit einem ganz handelsüblichen Scanner, um einfach mal zu sehen, was können die. Zu betonen ist eigentlich auch, dass wir nicht gesponsert sind. Das heißt, die Ergebnisse, die ich hier bespreche, sind völlig meine Meinung und nicht beeinflusst. Beginnen wir also mit der Durchsicht der fertigen Scans. Wir haben hier die drei Filmformate, die wir analog aufgenommen haben. Das ist das Großformat links, Mittelformat in der Mitte und Kleinbild rechts. Man sieht hier sehr gut, dass die Aufnahmen alle drei, obwohl sie mit verschiedenen Kameras aufgenommen wurden, die gleichen Farben und die gleichen Kontraste haben. Es handelt sich um denselben Film, nur in unterschiedlicher Größe. Schauen wir uns einmal die Scan-Ergebnisse an im Vergleich von unserem ersten Motiv. Dieses erste Motiv ist eine Vorlage für eine spätere Fotomontage. Das ist also im Prinzip noch kein fertiges Bild, sondern eine Pose mit einer Geste, die dann später montiert wird. Die Scans, die wir jetzt betrachten, sind mit dem Hasselblad-Scanner gemacht worden. Das ist meiner Meinung nach einer der besten, der im Moment auf dem Markt ist. Und die Scans wurden alle, wie schon vorhin erwähnt, von der Firma Mediafix freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite die Digitalaufnahme der Phase-1-Kamera mit 60 Megapixel als Referenz. Und auf der rechten Seite sehen wir den Scan des Großbild-Dias. Ich gehe jetzt mal ganz grob durch und nachher gehen wir noch in die Details. Auf den ersten Blick sehen beide Aufnahmen sehr ähnlich aus und sehr gut. Was auffällt, ist schon hier beim ersten Betrachten, dass die Farben sehr gut wiedergegeben werden. Der Scan ist auch in 16-Bit aufgenommen. Ich habe die Farben etwas hinziehen müssen, weil der Scan ohne Farbprofil geliefert wurde, aber das war ohne Verluste möglich. Man sieht hier jetzt schon ein bisschen, dass der Kontrast des Dias auf der rechten Seite wesentlich höher ist. Wir schauen uns das nachher nochmal genauer an. Man sieht zum Beispiel hier, dass in den Haaren etwas weniger Zeichnung ist als in der Digitalaufnahme und in dem Kleid. An den hellen Stellen auch etwas weniger. Aber wir werden das gleich nochmal in Ruhe anschauen. Die Mittelformataufnahme hat eine etwas andere Perspektive, weil es sich um eine quadratische Aufnahme gehandelt hat. Man sieht aber auch hier, dass das Ergebnis ähnlich der Großbildaufnahme ist, aber auch hier kontrastreicher als die Digitalaufnahme. Das Kleinbild hat auch wieder ähnliche Farben und eine ähnlich gute Qualität. Auch hier wieder der höhere Kontrast. Hier sehen wir jetzt eine Ausschnittvergrößerung, links die Digitalaufnahme und rechts die Großbildaufnahme, also der Scan des Großbilddias. Wir sind hier bei 50% und man sieht sehr schön,
dass die Scan-Auflösung des Großbilddias ungefähr der Auflösung der Digitalaufnahme entspricht. Das ist schon mal eine sehr gute und sehr brauchbare Auflösung für größere Formate und digitale Bearbeitungen. Beide Aufnahmen wurden mit Blende 11 aufgenommen. Man sieht, glaube ich, schon sehr gut einen der wesentlichen Unterschiede der Formate. Wenn man sich anschaut, die Schärfe ist ungefähr gleich auf den Augen, aber der Hintergrund ist bei der Mittelformataufnahme der Digitalkamera schärfer als bei der Großbildaufnahme. Das heißt, aufgrund des wesentlich größeren Abbildungsmaßstabes und der längeren Brennweite ist die Schärfentiefe bei der Großbildaufnahme schon mal sehr viel geringer. Und das ist einer der großen Unterschiede und das ist das, was ich zum Beispiel bei Porträtaufnahmen besonders liebe. Die Schärfe liegt sehr exakt, wenn wir uns mal die Haare, diese feinen Härchen anschauen. Ich gehe jetzt mal auf 100%. Da sehen wir hier ganz besonders gut die schwarzen, feinen Härchen auf der Seite. Die sind bei der Großbildaufnahme geringfügig unschärfer im Hintergrund, weil sie wahrscheinlich schon ganz leicht aus dem Fokus raus sind, aber vorne auf der Haut sind die Härchen relativ gleich scharf. Nochmal zurückzukommen auf den Kontrast des Bildes. Wenn wir uns nochmal anschauen, den Kontrast in den Augen und an den Haaren, da sieht man besonders gut, dass die Digitalaufnahme sehr viel mehr Zeichnung hat. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, liegt das am Film oder liegt das am Scanner? Grundsätzlich vermutet man immer zuerst auch, dass es am Scanner liegt, weil Scanner immer dann ein Problem haben, wenn der Film besonders dicht ist, also wenig transparent oder undurchsichtig. Nämlich dann kann das Licht des Scanners nicht durch den Film durch und dadurch auch wenig Informationen aufnehmen. In diesem Fall ist es aber so, dass der Scanner eigentlich ganze Arbeit geleistet hat und den Film so wiedergibt, wie er im Original auch aussieht. Ich kann jetzt in dem Video leider nicht zeigen, wie das Dia im Original aussieht. Ich habe das mit der Lupe überprüft. Die Kontraste und die Schwärzen sind ähnlich im Original-Dia. Das heißt, dieser höhere Kontrast liegt an der Aufnahme des Dias. Das bedeutet aber auch, dass der aufnehmbare Dynamikumfang des Dias geringer ist als der dieser Digitalaufnahme. Man muss also Dias genau belichten. Überbelichtung führt zu ausfressenden Bildbereichen. Das wäre zum Beispiel tendenziell hier. Man sieht hier ein klein bisschen ausgefressenen Bereich im Weiß. Das ist aber noch an der Grenze und machbar. Bereits in der Digitalaufnahme sieht man hier auch noch Zeichnung. Also Dias sind bei Überbelichtung kritisch, bei Unterbelichtung nicht so sehr, aber die Information wird in den dunklen Bildschnellen sehr schnell nachlassen. Schauen wir uns die anderen Scans der kleineren Formate auch noch dazu an. Gehen wir mal jetzt von rechts der Großbildaufnahme auf die Mittelformataufnahme. Bei der Mittelformataufnahme sieht man auch, dass die Kontraste und Farben identisch sind wie bei der Großbildaufnahme. Auch das ist natürlich verständlich, weil wir denselben Film verwendet haben. Auch hier sieht man, dass die Filme sehr ähnlich reagieren auf das Scannen. Man sieht hier noch ein paar Fusseln im Bild. Das ist der Nachteil bei Scans. Da kommt es immer wieder vor, dass die Kunststoffoberfläche Fusseln anzieht. Die müssen dann später retuschiert werden. Auch hier haben wir natürlich jetzt einen Bildausschnitt bei Mittelformat von 66%. Und wir sehen, dass die Schärfe schon nicht mehr ganz so brillant ist wie in der Digitalaufnahme oder in der Großbildaufnahme. Was aber auch ganz klar ist, weil die Auflösung des Filmes und das Filmkorn natürlich auch die Auflösung dann im Endeffekt begrenzen. Und als letztes der Kleinbildfilm. Hier haben wir natürlich eine viel größere Vergrößerung der Bildfläche. Wir sind jetzt hier bei 50% des Scans. Der Scan ist also sehr hoch aufgelöst. Trotzdem ist die Schärfe allein schon durch den Film begrenzt. Ich hatte zwar das Gefühl unter der Lupe, dass der Film schärfer ist, also die Aufnahme schärfer ist als hier im Scan,
Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass die Lupe nicht ganz so groß vergrößert, wie wir das jetzt hier im Scan machen können. Schauen wir uns nochmal die Schärfentiefe an. Bei der Großbildaufnahme haben wir ja gesehen, dass die Schärfe im Hintergrund wesentlich geringer ist. Das heißt, die Schärfentiefe ist geringer. Wir haben eine selektivere Schärfe. Bei Mittelformat mit der Hasselblad sieht man auch gleich, dass wir bei derselben Brennweite, nämlich 80 mm wie die Digitalkamera und einer ähnlichen Größe, die Hasselblad hat ein bisschen größeren Film als der Sensor der Mittelformat, trotzdem eine sehr ähnliche Schärfentiefe im Hintergrund sehen. Also sieht man, dass es systembedingt ist und an den Kameras, Brennweiten und Filmgrößen liegt. Bei Kleinbild ist es schwer zu erkennen, wie unscharf der Hintergrund ist, weil die gesamte Bildschärfe geringer ist. Interessant ist vielleicht auch, dass selbst bei der Großbildkamera das Korn schon ins Gewicht fällt. Ich hoffe, man sieht das im Video. Wenn wir hier einen 100% Ausschnitt zum Beispiel der Hand nehmen, sieht man in der blauen Fläche im Hintergrund, aber auch in der Hautfarbe bereits Filmkorn vom Film, während das in der Digitalaufnahme noch völlig frei von Rauschen oder Pixeln ist. Besonders interessant finde ich, dass die Mittelformataufnahme zwar hier auch kontrastreicher ist, aber natürlich etwas kleiner von der Vergrößerung, aber in einer ähnlichen Schärfe rüberkommt, wie das die Digitalkamera macht. Wir haben also hier immer noch eine sehr gute Qualität im Mittelformatscan. Bei Kleinbild sieht man auch hier, dass wir hier schon eine größere Unschärfe haben und viel weniger Details, was aber höchstwahrscheinlich am Film liegt. Dass wir uns hier auf sehr hohem Niveau befinden, sieht man an diesen beiden Aufnahmen. Es sind Scans desselben Dias. Rechts das, was wir schon gesehen haben mit dem Hasselblad-Scanner und links ein Scan mit einem handelsüblichen Scanner, wie man ihn im Fachgeschäft kaufen kann. Auf den ersten Blick sehen die Bilder beide ganz ordentlich aus, nur dass auf dem linken Bild die Farben weniger gesättigt sind, die Hautfarbe nicht so schön und der Kontrast sehr viel höher ist. Sobald man aber mal reinzoomt, sieht man tatsächlich die Unterschiede der verschiedenen Scanqualitäten. Vergleichen wir mal die beiden Scans miteinander. Die Schärfe ist auch, wie vorhin schon besprochen, in dem hochwertigen Scan nur begrenzt, was natürlich durch die Auflösung des Filmes kommt. Die Billigscanner versuchen aber Schärfe aufzuholen, indem sie die Kanten ganz stark nachschärfen. Das, was man hier auf der Seite sieht, diese weiße Linie, sieht aus wie ein Effekt, der in extremem unscharf Maskieren resultiert. Das heißt, wenn man Bilder stark nachschärft, sehen sie genau so aus. Auch die Kette, wenn wir uns diese Kette anschauen, hat die im Kleinbild-Scan des Hasselblad-Scanners noch wesentlich mehr Farbe und Details, während im handelsüblichen Consumer-Scanner hier schon sehr starke Kontraste und wenig Farbinformationen vorhanden sind. Man sieht auch hier schon in der Hautstruktur solche Artefakte, wie sie zum Beispiel bei JPEG-Kompression auftreten. Ich denke, wenn man den hochwertigeren Scan hier noch partiell nachschärft, bekommt man wesentlich bessere Ergebnisse. Bei diesem Scan ist für professionelle Anwendungen schon nicht mehr so viel Informationen drin, die man bearbeiten kann. Vielleicht noch einen kurzen Blick auf ein Motiv, das mit relativ offener Blende aufgenommen wurde und heller belichtet. Hier sieht man, dass der Film wesentlich besser reagiert, wenn er heller belichtet wird. Wir haben gerade hier in den Augen und in den Haaren insbesondere viel mehr Details, als das vorher der Fall war bei einem relativ dunkel belichteten Dia. Wir haben bei diesem Bild ja nicht mehr das Problem, dass wir das helle Kleid haben. Aus dem Grund konnte dieses Bild heller belichtet werden. Und hier sieht man dann auch gleich, dass der
Großbildfilm hier noch einiges zu bieten hat an Qualität, sogar noch etwas mehr als die digitale Aufnahme. Wir gehen gleich noch weiter ins Detail. Eine Mittelformataufnahme gibt es leider nicht, aber eine Kleinbildaufnahme, die auch hier bei der helleren Belichtung wesentlich besser, schärfer und detailreicher ist, wenn sie natürlich auch gegenüber der digitalen Aufnahme abfällt. Und noch ganz kurz die Aufnahme mit dem Consumer-Scanner. Auch hier sieht man die Artefakte vom Scannen. Aber auch hier ist bei heller Bilddatei oder bei hellerem Negativ oder hellerem Dia der Scan besser. Man sieht aber auch, dass hier in den Haaren weniger Details vorhanden sind als in den Scans mit dem hochwertigen Scanner. Ich möchte noch mal ganz kurz auf eine höhere Auflösung auf das Auge zoomen. Und hier sieht man, dass der Großbildfilm seine Qualitäten entfaltet. Man hat eine wunderbare Auflösung, die sogar noch etwas über die des digitalen Bildes hinausgeht. Die Schärfe von diesen feinen Härchen sind ganz brillant. Die Schärfentiefe ist hier etwas größer, weil das Objektiv der Großbildkamera 5,6 als größte Blendenöffnung hat, während die digitale Kamera mit 2,8 arbeitet. Und zum Schluss nochmal einen Blick auf Schwarz-Weiß-Negativfilme. Schwarz-Weiß ist ja als Negativfilm auf eine relativ hohe Dichte angewiesen. Das heißt, bei Negativfilmen gilt ja die Regel, etwas heller belichten heißt dichteres Filmkorn und damit auch mehr Informationen. Für Negativfilme ist Unterbelichtung schlecht, weil Unterbelichtung heißt, es gibt kaum Filmkorn, also eine transparente Trägerfolie des Filmes und deswegen wenig Informationen. Man sieht aber, dass der professionelle Scanner hier hervorragende Arbeit leistet. Wenn wir mal reinzoomen, besonders in die Haare, sieht man, dass hier noch sehr viel Information in den Haaren ist. Wenn man da noch mal reingeht mit einer Gradationskurve, sieht man, dass in den Haaren auch noch einiges rauszuholen ist. Das heißt, hier konnte der Scanner sehr gut im Bereich der dunklen Töne arbeiten und Informationen rausholen. Die Auflösung ist ähnlich. Hier gilt eigentlich Ähnliches wie bei den Farb-Dia-Scans. Interessant ist auch bei dem anderen Großbild-Negativ, dass wir hier eine sehr angenehme Schärfe haben, die trotz des bereits beginnenden Filmkorns, man sieht es hier in den Flächen, dass das Korn hier schon sichtbar ist, eine enorme Detailschärfe erreicht. Besonders sieht man das auch hier an den Härchen, die ganz extrem scharf gescannt wurden. Auch hier bei der anderen Großbildaufnahme ist das Filmkorn bereits schon deutlich zu erkennen. Wir sind jetzt auch schon auf 100% Auflösung, aber trotzdem haben wir feine Zeichnung der Härchen. Es gibt noch einen Mittelformat-Scan. Kleinbild haben wir leider nicht gemacht im Bereich Schwarz-Weiß, aber in dem Mittelformat-Scan kann man auch nochmal die Härchen zeigen. Und hier ist natürlich aufgrund der jetzt schon sehr großen Vergrößerung das Filmkorn bereits deutlich zu sehen, aber immer noch keine Nachteile in der Bildschärfe. Es scheint also so, dass Schwarz-Weiß relativ unkritisch ist, was das Scannen anbelangt und zu guten Ergebnissen führt. Ich habe jetzt hier keine Referenzbilder mit einem Amateur-Scanner, aber man sieht, dass die Parallelen dazu da sind und wahrscheinlich eben dann ähnliche Qualitätsmerkmale gelten wie bei den Dia-Scans. Ein Fazit. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Experte in Sachen Scannern, sondern ich bin der Fotograf, der das Tool aussuchen möchte, mit dem er die Ergebnisse bekommt, die er möchte. Das heißt, für mich zählt nur das Ergebnis. Und insofern kann man diesen vorangegangenen Test natürlich nicht wissenschaftlich betrachten, sondern als einen Praxistest, wo ich für mich herausfinden möchte, ist eigentlich ein großes
analoges Dia mit einem Digitalbild vergleichbar. Und ich glaube, man hat hier gesehen, dass auf jeden Fall Großformat-Dias hervorragende Qualität haben und auch nach dem Scannen sehr, sehr gute Ergebnisse in den Farben, in den Details hat und vor allen Dingen eben, und das finde ich so toll an den Großbildaufnahmen, eine sehr geringe Schärfentiefe, wenn man mit großer Blendenöffnung arbeitet. Man kann also hier noch viel mehr mit Schärfe und Unschärfe arbeiten, als das so schon bei Vollformat- oder Mittelformatkameras möglich ist. Also ein Favorite, wo ich dann eben auch jetzt gesehen habe, die Qualität ist nicht schlechter als die von einer hochauflösenden Mittelformat-Digitalkamera. Mittelformat-Dias sind auch sehr gut, kommen in manchen Details an digitale Kameras heran, ist aber in manchen anderen Bereichen, was Filmkorn anbelangt und Kontrastumfang, dann doch, also wird dann doch von der, zumindest von der Phase One, die ich hier verwendet habe, geschlagen. Ich habe jetzt bewusst mal keine Vollformat-Spiegelreflexkamera in den Vergleich mit eingezogen. Dann hätte sich das Ganze noch viel mehr ausgedehnt und wir hätten wahrscheinlich ein stundenlanges Video machen können. Das kommt sicher später nochmal dran. Für mich ist die Referenz einfach das Mittelformat. Kleinbild ist auch gut in der Scanqualität. Für mich jetzt, für meine professionellen Belange allerdings eben nicht ausreichend. Also der Kleinbildfilm zeigt seine Schwächen dann eben doch im Filmkorn, in der Auflösung und im Endeffekt dann auch in der Schärfe der Aufnahmen. Was mich positiv überrascht hat, ist, dass die High-End-Scans sehr, sehr gut sind, was die Farben anbelangt und auch sehr, sehr gut sind, was die Details anbelangt. Wir bekommen wirklich ohne große Ränder, ohne irgendwelche großen Kontrastkanten, die durch Nachschärfen verändert werden, saubere und klare Bilder. Das ist das, was man eigentlich erwarten sollte. Man sieht aber, dass da wirklich Spezialisten ran müssen und auch sehr teure Scanner verwendet werden müssen, um die Bildergebnisse zu bekommen. Es lohnt sich also trotzdem noch, analoge Dias, analoge Negative, analoge Kleinbildfilme zu scannen, um das Archiv, das man vielleicht im Laufe der Jahre aufgebaut hat, bei mir sind es 50 bis 70 Leitsordner mit Negativen, die wichtigsten doch einfach mal zu scannen, um sie dann für weitere Arbeiten oder für die Veröffentlichung im Internet zur Verfügung zu haben. Analog sind die Bilder schön, aber im Internetzeitalter bringen sie uns natürlich nicht so viel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass Sie bei dieser langen Serie und den langen Filmen dran geblieben sind. Ich würde mich freuen über Ihre Kommentare, vielleicht auch über Ihre Erfahrungen und hoffe, dass die analoge Fotografie nicht ganz ausstirbt, auch wenn sie langsam ist, auch wenn man immer auf die Entwicklung warten muss. Ich bin eigentlich noch ein Fan von analog, obwohl das im normalen Business kaum noch vorkommt, würde ich sagen. Für den es interessiert, ich habe den Link zum Scan-Dienstleister unter dem Video auch nochmal angegeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Rüdiger Schestag.